Naja. Naja, das habe ich jetzt mehr erwartet. Ja, ich habe tatsächlich mehr erwartet. Okay, so, was, wie sieht's denn hier aus? Ich mag das nicht, wenn das Questlog so unübersichtlich vollgeschissen ist. Versandskühlen, ja. Tralala, okay. Aber trotzdem nimmt man immer wieder Quests an. Ich habe die Quest jetzt fertig. Hier rennt ein kleines Hirsch, hätte ich jetzt fast gesagt. Hier ist ein Hirsch. Hier rennt ein kleines Kind rum. Tod. I killed the Hirsch. Ein ungewöhnlicher Hirsch. Ob der gut schmeckt? Ich frage mich, warum dieser Punkt so fettgelb markiert ist. In der Karte. Welche? Dieser gelbe, so, runde Punkt. Da ist einfach ein toter Flammenknecht, meinet. Hier waren doch die... Ja? Hier sind Goblins, an denen wir vorbei müssen. Wenn du den noch ausgewählt hast oben, dann wird er als... mit so einem roten Punkt angezeigt. Ah, okay, er ist jetzt weg, okay. Okay, mein Fehler. Hier sind so komische Knechte. Was sind das? Goblins. Ich geh dir mal... Oder soll ich den aus dem Weg gehen, oder soll ich sie bekämpfen? Ich hab den einen bekämpft. Aber ich blick grad nicht, wohin wir müssen. Es wird nichts mehr angezeigt. Wir müssen was lesen, glaube ich. Doch. Bei mir wird was angezeigt. Oben links im Eck. Geh mal hin. Ich folge dir. Flammenweber-Totem vergibt eine Quest. Habe ich auch bekommen. Müssen wir noch mehr von den? Ne, müssen wir nicht. Okay. Also, gehen wir einfach mal Richtung meiner Markierung. Aber wie süß. Guck mal, ein Reh oder ein Hirsch oder was das ist. Töte es. Dieser Flammenwerfer-Knecht, das bringt was Gutes. Sammelt verbrannte Nestwände. Ach halt. War das nicht vorhin da hinten gelegen? Ich weiß ja nicht genau, was wir machen sollen. Irgendwie ist es... Also ich habe auf jeden Fall eine Markierung. Warte, ich lese mal kurz vor, wohin die führt. Einführung Dimension. Reist nach Silberfeld und suchtet Troja Heime auf. 170 Meter entfernt. Wir müssen doch noch durch hier alles fertig machen, Mensch, Kinder. Sammelt Lanarit. Kann man die Quest nicht markieren, dass die als nächstes, warte mal. Also die sind alle abgeschlossen. Ich will eine andere Quest markieren. Das wird unübersichtlich mit so viel Kram. Warte mal. Kann immer nur 4 anzeigen, maximal, ne? Genau. Ja. Wenn wir auf L gehen, sehen wir das Questbuch, also Logbuch im Prinzip. Also die erste Quest ist abgeschlossen, das Ebenen-Porticulum. Dann als zweites habe ich einen Spalt in Telara 8. Die ist noch nicht abgeschlossen. Sammelt Planarit aus Rissen und Invasion, 0 von 5. Siegel der Ebenen. Das ist die Belohnung, genau. Aber das hier können wir auch gerade machen, ne? Diese Gnome, wenn wir die killen, die verlieren diese Flammenweber oder Flammenwerfer-Totems. Und davon brauchen wir auch eine gewisse Anzahl, einfach. Komisch, dass nicht das, was in der Nähe ist, einfach angezeigt wird als Quest. Der behind it. Noch 4 Flammenwerfer-Dinger. Okay, da hat einfach nichts gedroppt. Kotgeschosse. Also du musst die Quest doch annehmen, du musst das Flammenwerfer-Totem da erstmal an rechts klicken in deinem Inventar, damit du die Quest hast. Ach so, ich dachte, das ist eine von denen, die wir schon haben, nee. Nicht finden. Du hast vorhin, glaube ich, kurz sogar vorgelesen mit und so. Gibt eine Quest frei. Oh Gott, schaffe ich das? Das wird wieder eng bei mir. Okay, hab's überlebt. Also vielleicht sollten wir unsere Gruppendingens nutzen und zu zweit rumlaufen. Ich komm zu dir. Annehmen. Quest angenommen. So, ich glaube, jetzt kann ich die 4 töten. Schauen wir mal. Ja, 0 von 8. Los geht's. So. Und das Reh totgeschlagen. Es macht Spaß. Ich bin gerne mal mit Level 80 in ein Niedrig-Quest-Gebiet rumgelaufen. Aber einfach mal ein bisschen... Reh totgeschlagen. Einfach mit einem Todesritter gespielt. Der konnte auch ein paar Range-Attacken machen. Ja. Die so einen fetten Instant-Schaden herbeigeführt haben. Und dann einfach mit so einem Eisschlag oder sowas. So die Mobs eingefroren, die sind dann instant gestorben. Elfenohren. Habe ich gerade eingesammelt. Hört sich lecker an. Das ist bestimmt viel wert beim Schrotthändler. Ich habe Jute-Stoff gefunden und ich habe alle 8 Flammenwerfer-Ohren. Ich habe guten Stoff gefunden.
Mm. Bam, Blitzschlag. So, jetzt komm ich mal zu dir, falls du Help brauchst. Ja, bis jetzt ist alles cool. So, blablabla, plündern, okay. Da liegt aber, oh, da hinten rein, reitet jemand auf einem auf einem weißen Panther-Tiger-Viech. Ich seh's grad. Guck mal, der ist Level 21, was macht er hier überhaupt in diesem Gebiet? Is he behind it? Is he like that? Macht er gerade das, wovon ich gesprochen hab? Fuck. Die Truppen im engen Bereich hier rumlaufen und sich freuen, dass die Mobs so schnell sterben. Mm. Das könnte sein. Ach scheiße, das sind ja nicht alle. Oh shit, ich glaube, ich brauche gleich deine Hilfe. Okay, ich bin gleich da. Ich habe mich hier mit etwas viel Dingern angelegt. Okay, ich bin da. Au, 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 au. Hilfe, wo ist er? Wo ist er? Keller. Die eine Fliege hier, diese eine Wespe. Ah. Die ist echt eklig am Nerven. Ach, sie ist weg, okay. Vielen Dank, vielen Dank. Wow, oh, schießt ihr noch mit. Oh Gott, ich bin gleich tot. Hilfe! Fuck, 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 ich schieß drauf. Okay, warte, du kannst mich doch wiederholen, oder? Okay, das testen wir jetzt mal direkt. Ich kann Seelenwanderung machen oder Neueinstieg. Warte kurz. Lass mich kurz meine Dinge versuchen. Alter, ich muss mal öfters auf mein Leben achten, ey. Ich hab jetzt einfach, keine Ahnung, ich hab einfach. Irgendwas schießt, glaube ich. Aber auf dein Vieh zum Glück. Egal, Auserwählten, holt einen Verbündeten, aber ich kann es nicht machen. Neuanstieg oder Seelenwanderung, was ist denn da jetzt der Unterschied? Ihr habt einen Verbündeten zurückkommen kann ich es nicht. Ah, ich glaube, es geht. Bleib mal liegen. Oh Gott. Also nichts drücken, ne? Okay, ich drück nichts. Ja, Wiederbelebung durch Killer 13 annehmen. Okay. Alter, oh, fett. Yeah. Ihr habt Vitalität verloren. Mit jedem Tod nehmt eure Vitalität ab. Ein Neuanstieg bei einem Auferstehungsgeist mindert diese noch weiter. Bewegt den Cursor über eure Charakterporträt, um euren Vitalitätswert zu kontrollieren. Scheiß auf die Vitalität, oder? Hauptsache ich lebe wieder. Mensch. Musstest du irgendwas drücken, damit es ging? Oder mussten wir nee, ich abwarten? Musste keines der beiden Auswahlmöglichkeiten. Ich habe einfach gewartet und dann kam eine Meldung, eine neue, dass du mich wiederbeleben willst und annehmen, Alter, oder abbrechen. Geil. Voll geil, irgendwie direkt am Anfang wiederbeleben zu können. Ist das normal? War das bei WoW auch, dass man sofort wiederbeleben kann? Ich glaube, das weiß ich jetzt nicht genau, ob es direkt am Anfang gibt. Es gab Hexenmeister, die haben das auf jeden Fall drauf gehabt. Hexenmisters, ah, mit denen konnte man doch auch, konnte man sich nicht porten, beziehungsweise konnte man nicht Leute porten als Hexenmeister, so ein Portal öffnen oder so. Ja, das ging auch. Da mussten, glaube ich, mehrere Spieler draufklicken, damit sich das öffnet. Ja, genau. Und ja, und dann ging das. Ja, schon cool. Und hier geht es unkompliziert. Echt schön. Hier sind jetzt so viele Gegner in der Nähe. Ich glaube, jetzt scheue ich drei Stück auf mich, wenn ich den jetzt angreife. Komm mal. Komm einfach mal dazu. Okay, los geht's. Ich habe ja jetzt AOE-Attacken. Genau, Pimmel sie weg. Oh Gott, das sind zu viele. Ich brauche definitiv Hilfe. Ich mache den Neuner da rechts, mache ich. Oh, jetzt werde ich auch angegriffen. Egal. Der ist schon mal hinfort. Jetzt greife ich noch den an, der da schießt. Tot. Nee, das war meine Schuld, also das war echt eine dumme Idee, da in die Gruppe da reinzurennen. Etwas schnell, ich kann dich gleich wieder heilen, ich pimme noch schnell den einen hier zu Tode. So, jetzt ich wähle dich aus und drück auf 8. Jetzt verliere ich ja schon wieder Vitalität, ey. Was? Wo ist die Vitalität? Gucken wir mal. Ich würde gerne wissen, was das ist, was ich da verliere, okay. Zack. Später schlug ich dann einfach beim Händler so ein Vitalitätstrank und gut ist, wisch. Ja, ja, zack, bumm. Kennt man nix, wisch. Okay, wie viele Fackeln brauche ich noch? 4 Stück? Heilige Scheiße, ey. Da oben steht noch einer. Okay, der hat aber keinen Dingens gehabt. Chit. Ich brauche so welche mit Fackel in der Hand, so wie der hier hinten, zum Beispiel. Fackeleria. Direkt mein Knillchen rennt. Was machen wir? Wir machen beide Gear. Okay, alles klar. Okay, ich hab's bekommen. Gierischer. Ah, da vorne ist noch einer.
So, Flammenweber-Totem. Jetzt habe ich 6 von 8, okay. Langsam sehe ich Licht bei dieser Quest. Nice. Da hinten ist noch einer. Und dann müssen wir schauen, dass wir die Übersicht wieder... Beziehungsweise, wie wir auswählen können. Ah. Ich glaube, das wird wieder ein heikles Unterfangen. Da sind genau nebendran so Vespiden. Piekser. Warte, ich komme gleich dazu. Ich warte kurz, vielleicht läuft er ja weg. Dass ich voll rein. Soll ich voll reingehen? Ja. Warte, lass mich zuerst diese Vespid angreifen, da, dieses Viech. Okay, ich hab's. Oh, was ist das? Buff? Ja, ich seh's auch gerade. Counter und Schaden. Ah ne, das war ein Dot. Okay, guck mal, da unten diese Wespennester, ich weiß nicht, ob du die schon, da müssten wir auch mal zusammen draufklopfen. 3 von 3 habe ich. Also, mir fehlt noch eins. Diese okay. Verbrannten Scheißstücke. Wie kann man denn, warte mal, wie kann man denn, weißt du, diese Zeichen, die man setzen konnte? Totenköpfe und Rauten über die Gegner. Ja, stimmt, genau, warte mal, hier haben wir doch so Plus, Minus, Hauptkarte und Filterlegende. Keine Ahnung. Egal. Ja, wir killen erstmal, ich kill diesen Gnom, der da links steht, diesen Siebener, und du rechts diese Wespe. Ja. Und wenn man dann auf dieses Wespennest draufgehen, kommen eh nochmal neue Wespen. Da sieht man ja dann, okay, ich gehe direkt aufs Wespennest, weil mein Kerl umgefallen ist. Bam. Okay, ich mach schon mal das Wespennest. Okay, schon offen. Oh, du hast gerade 2 Wespen. Ja. Jawohl. Dankeschön. Jetzt kann ich nämlich hier dieses verbrannte Stück Scheiße rausholen. Und jetzt habe ich auch alle 3. Okay, cool. Dann brauche ich jetzt nur noch eine Flamme. Also noch eine Fackel. Und dann habe ich die Quest auch abgeschlossen. Dann können wir abgeben gehen. Ja. Yeah. Da vorne sehe ich einen. Ah, ne, das ist ein anderer. Warte. Warte. Wo ist er denn? Da unten sehe ich ihn. Warte, ich will ihm im Sprung drauf sprinten. Mal gucken, ob das geht. Ja, wow, geil. Boah, sieht das aus. Das sah geil aus. Okay. So, Flammenweber Totem, 8 von 8. Nur noch gucken, wie man, wenn wir in die Richtung laufen, kommen wir zurück. Machen wir jetzt am besten. Warte ganz kurz, also das nervt. Warum? Bei mir wird als nächstes Questziel Einführung Dimension. Das ist 200 Meter weiter weg, irgendeine Quest, die jetzt überhaupt nicht relevant ist. Wir müssen noch hier was anderes auswählen können. Wenn wir ganz zurückgehen und erstmal alles abgeben, was wir haben, und dann halt nochmal, dann ist der Questlog leerer. Ich renn vor, will ich mal Folge, Alter. Warte mal. Da kannst du nämlich gemütlich in den Quest weiterschauen und ich lauf schon mal. Okay, los geht's. Nee, ich hab genug geguckt. Wir geben einfach ab. Ich finde da, glaube ich, sowieso keine Lösung für diese Problematik. Aber hier kann man auch folgen, ne? Tatsächlich. Ich folge jetzt einfach mal. Oh Gott, ich kann die Finger ausruhen. Oh Gott, ich laufe gegen den Baum. Automatisch Rennen angemacht. Weißt du, ich folge dir und du folgst mir. Shit. Im Kreis, 2 Idioten, die im Kreis laufen. Hier ist das erste, wo wir was abgeben können. Lurken wir mal, hier. Beim Rudi, Karel. Rudi, wir haben dein Quest. Oh, Fernkampf. Boom. Also ich nehme die Kanone auf jeden Fall. Geil. Neu annehme, wenn eine Quecksilber-Gelehrte. Ich schaue mir direkt mal nach dieser Waffe. Kann ich die irgendwie... Alter. Aber die macht bestimmt... Kein Schade. Ja. Wahrscheinlich. Hä, wo ist die Knarre jetzt? Durch deine ganzen Beutel. Kurz mal mein Kerlchen hier öffnen, also P war es nicht, I. Nicht. Ah ja, stimmt, man muss ja diese Fernkampf da reinmachen dann, ne, wenn man damit das nutzen will. Ach kacke, wo ist denn jetzt nochmal mein Männchen? E. Shortcut für meine Ausrüstung und so. Deine Ausrüstung, B. B. Beutel, oder? Nee, C, nicht. Dein Charakter. Ach, ja, klar. Also ich habe die gleichzeitig an. Das ist Fern- und Nahkampf, das ist zwei verschiedene Slots, das ist schon mal gut. Ich probiere das jetzt gleich mal aus. Gottis Spielwürfel. Das Schwert macht mehr Schaden. Warum habe ich die ganze Zeit die Axt verwendet? Ich versuche jetzt mal kurz diese Waffe. Ja, mal diesen Fernkampfschaden kurz ausprobieren. Komm schon. Ah, wie aktiviere ich das jetzt? Ah, ich muss mir hier bestimmt
P allgemein. Ah, hier, Distanz, tralala. Setze ich mir auf 5. Genau. Ich habe einfach, das ist einfach ein Zauberstab, das sehe ich jetzt erst. Geil, ich habe jetzt so eine Schrotflinte, die macht sich kaum Schaden. Ja, mein Zauberstab auch nicht. Ja, das ist cool. Das ist für ein Arsch. Also man kann sich vielleicht die Agro damit erobern oder so, wenn man Tank ist, Feind anschießen und dann anstürmen oder so. Aber macht eigentlich überhaupt keinen Damage. Weißt du was, bei mir macht es aber, glaube ich, mehr Damage wie mein Stab, glaube ich. Mein Stab ist schon schwach, lass mich mal kurz gucken. Ja, wobei, die Schläge machen ja eigentlich auch voll wenig Damage, also eigentlich darf ich das so nicht sehen. Ja, genau. Das macht echt mehr Schaden pro Sekunde, 8,7. Ehrlich? Warte mal, ich vergleiche mal kurz, schau ich mir auch kurz an. Ja, also Schaden pro Sekunde ist höher, Waffenschaden etwas niedriger. Macht 16 bis 29, mein Schwert macht 19 bis 36. Also in dem, also bei mir ist jetzt wirklich das Schwert ein bisschen stärker. Ich behalte die Waffe trotzdem. Ich meine, das nimmt ja keinen Slot weg oder so. Das Schwert bleibt ja für sich. Jo. Und ja. 16 okay. bis 29 Schaden alle 2,6 Sekunden und die Waffe nur 13 bis 25. Alter, der Stab ist echt besser, mein Zauberstab. I'm a Wizard. Wo kann man die anderen Quests abgeben? Ja, hier weiter. Folgst du mir? Willst du dich einhängen? Ich bin hinter. Ich bin schon unterwegs. Also wir müssen da einfach nur da hochlaufen. Guck mal, du läufst schneller, oder? Nee. Ja. Doch, ein bisschen. I can't be. Zack, 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 zack. Wenn man springt, wird man langsam. Boah, bist du gerade hochgesprungen? Sommer, zack, zack, zack. La 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 la. Flammengaul. Ich mach dich tot. Deine Mutter besteht hauptsächlich aus Tod. Lass uns die Quest abgeben. Ihr Schlingel. Bam, 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 bam. Ayo, Black Betty, Rabadam. Ey, dann haben wir heute auf jeden Fall für die Aufnahmesession auf jeden Fall einiges vollbracht. Ich glaube, wenn wir die Quest abgegeben haben. Oh, machen wir ein Päuschen hier. Du sagst, es ist echt schon spät, ich muss oder die Waldfee. Ein gehärteter Schlitzer. Okay, was haben wir hier noch? Bollwerk des Kreuzfahrers. Was ist am meisten wert? Ein Gold 4. Das nehme ich. Findet zur wahrer Größe. Da. Ah, ich brauche einen Webstuhl. Wo gibt's denn hier Webstühle? Hello. Wahrscheinlich beim Gebrauchtwagenhändler. Ich möchte zum Gebrauchtwagenhändler mir einen Webstuhl kaufen. Einen Webwagen. Okay, gut, dann. Ja, okay, alles cool. Dann beenden wir an dieser Stelle die Folge. Ich gebe hier noch schnell ab. Okay. So, gut, das war's. Alle Quests abgegeben. Also, wir hoffen, euch hat's gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.